Hallo und willkommen zu einer etwas anderen Episode Clash of Clans mit mir, den Fred. Heute 10 unglaubliche Fun Facts. Das sind keine richtigen Fun Facts, eigentlich 10 unglaubliche Behauptungen über Clash of Clans. Das ist alles natürlich ein Spaß. Es stand im Clash of Clans Forum. Ich werde das auch einblenden, ich werde es dann übersetzen. Und also es sind, glaube ich, auch nicht mal 10. Es sind, glaube ich, nur 8. Ich werde nämlich 2 rauslassen, die einfach absolut keinen Sinn ergeben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Also, als Clash of Clans ursprünglich im Frühling 2010 released wurde, gab es die Version nur in Japanisch, weil der CEO of Supercell dachte, dass ein Spiel in Englisch die Leute in Australien und im Iran beleidigen würde. Ja, Sie glauben, diese Geschichte wurde frei erfunden? Da muss ich Sie enttäuschen. Eine ähnliche Geschichte erlebte ein Pärchen in den späten 70ern an der Westküste Kaliforniens. Ja. Oh Mann. Nummer 2. Wie gesagt, alles nur Spaß, ne? Ursprünglich konnte man chinesisches Essen bestellen mit dem innerhalb des Clash of Clans Menüs. Wie hat das funktioniert? Dazu musste man einfach nur seinen Clash of Clans Account mit seinem Reddit Account verknüpfen. Ja, interessant, ne? Als Mark Buckler Supercell beim Design von Clash of Clans geholfen hat, hat er aus Versehen seinen Kaffee und seine Hühnernudelsuppe über den Laptop verschüttet. Das hat einen Zusammenbruch der Clash of Clans Wirtschaft zur Folge. Das Spiel hat angefangen, beleidigende Nachrichten darzustellen, Leute überall auf der Welt zu beleidigen. Deshalb, oder aus diesem Vorgang hervorgehend, hat Bill Gates, der Mann, der Peter Pan in Outlast spielte, die Firma auf 6 Millionen Dollar verklagt. Ja, das hat dann in einer Kürzung des Einkommens von Supercell im Jahre 2001 geführt. Ja, das ist mal... Schreibt mal, wenn ihr noch Ergänzungen habt dazu, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auch lustige Sachen habt oder vielleicht auch richtige Facts habt. Wir machen das so. Wenn ihr etwas habt, was tatsächlich stimmt, dann schreibt es auch so dahinter. Wenn ihr etwas habt, das ihr euch selber ausgedacht habt, dann schreibt es auch dahinter, dass ihr euch das ausgedacht habt, damit ich das ein bisschen filtern kann. Das ist nochmal ein Plan. Nummer 5. Oder nee, Nummer 4. Ne? Nummer 4, glaube ich. Als die 6 Leute, die ursprünglich Clash of Clans erfunden haben, in einem kleinen Büro zusammensaßen, haben sie angefangen zu programmieren. Dann hatte einer eine außerkörperliche Erfahrung. Er reiste in die versunkene Stadt Atlantis. Dort sah er eine mysteriöse Flasche Mountain Dew im Wasser liegen. Diese Flasche führte ihn in einen Raum. Da war ein Mann. Der saß auf einem Schwein. Oder ist auf einem Schwein geritten, sprang über Wände und hielt einen Sledgehammer in der Hand. Darauf hat er die Idee gehabt, diese Truppe im Spiel zu machen. Welche Truppe könnte das wohl sein, die über Wände springt, einen Hammer hält und auf einem Schwein sitzt? Today known as the Hawk Rider. Und das steht für Holy Otter Gut Rainbow Igloo Deer Elephant Rest. Ja, weiter geht's. Wenn man Level 6 Golemites, also die kleinen Golems, mit Windex, das ist so eine, ja, wie so ein Fensterreiniger, besprüht, dann erhöht sich der Angriffsspeed um 56%. Ja, Nachteil an der Geschichte ist, dass diese Golemites dann mehr Schaden kassieren von Bogentürmen. Der Developer, der das kreiert hat, lebt jetzt in einer kleinen Stadt in Alberta, Kanada, called Finland. Er ist jetzt 34 Jahre alt und glücklich verheiratet mit Gavin Nick, einem ehemaligen Angestellten von Taco Bell. Clash of Clans, wissen viele nicht, ist basiert auf einer wahren Geschichte. Der CEO von Supercell hat mal angegeben, in der Zeit zurückgereist zu sein, ins 12. Jahrhundert, als Muhammad der Leader Kaliforniens war. Aber mittlerweile muss man da aufpassen, nennen wir ihn Muhammad Ali. Muhammad Alis Servant, ich würde es mal sagen, so als rechte Hand oder Untertan, Del Taco, hatte das Dorf zu verteidigen. Er musste Gebäude upgraden und so viele Trophäen sammeln, wie er nur konnte. Der CEO, war von diesem Schauspiel inspiriert und sagte zu sich, dass er das auf jeden Fall reproduzieren oder ein Replikat dieses Spiels erstellen soll. Also, diese Geschichte ist tatsächlich ein bisschen konfus, muss ich sagen. Die anderen sind ein bisschen lustiger. Also, zum Beispiel das nächste.
Eine Studie der Cell Super University hat kürzlich herausgefunden, dass 83,52% aller Clash of Clans Spieler mindestens ein D+, also bei uns wäre das, glaube ich, in Deutschland wäre das, glaube ich, eine 4, ne? Eine 4+ wäre das, glaube ich, in ihrer Chemie, Abschluss, in dem Chemieabschluss haben. Das lässt sich darauf hinausführen oder das lässt sich daraus erklären, dass viele die Zauberspruchfabrik benutzen und dies bringt sowohl Erwachsenen als auch Kindern einige Sachen bei über Mathematik und über Wirtschaft. Ja, das ist mal interessant. In einigen Teilen der Welt wird man getötet, wenn man Clash of Clans in der Öffentlichkeit spielt. In manchen Fällen sogar werden manche Opfer gezwungen, in die Antarktis zu reisen. Dort müssen sie ein Diät-Cola-Kostüm anziehen und müssen die Langzeiteffekte von Drogen und Alkohol somit darstellen in dem Diät-Cola-Kostüm. Nummer 8. Eine Überdosis von dunklem Elixier kann, okay, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, aber kann die schlimmsten Sachen hervorrufen. Gehirnschäden, Anfälle, also epileptische Anfälle, HIV, Herzfehler und so weiter, Kopfschmerzen und in manchen Fällen sogar der Tod. Wusstest du schon, wenn du dein Rathaus mit Teslas, mit Bomben und so weiter umrundest, dann ist die Chance 15 Mal größer, dass du Hasskommentare auf Twitter, okay, MySpace, wir sehen, das ist schon ein bisschen älter, dieser Beitrag, auf MySpace, Facebook, YouTube, Tumblr, Instagram und also Reddit und in Post-Threads und Blogs bekommst. Ja, das waren einige unglaubliche Fakten über Clash of Clans. Wir sehen jetzt noch, ich lasse jetzt noch eben diese Angriffe durchlaufen. Und wenn ihr da auf jeden Fall noch Ergänzungen habt, also wenn ihr sagt, oh, das war lustig, wir machen auf jeden Fall noch, ich möchte auch etwas dazu beitragen, ich habe auch etwas Lustiges zusammengeschrieben oder ich habe lustige Fakten gehört. Morgen, also es kommt auf jeden Fall noch eine 17 Uhr Folge, aber morgen kommen mal richtige Fakten. 18 sind es glaube ich nicht, das ist ein bisschen weniger. Ich glaube so 10 bis 15 unglaubliche Fakten über Clash of Clans, die dann wirklich auch wahr sind. Diese Fakten, wie gesagt, nehmt es mal mit ein bisschen Humor, es waren alles. Allesamt waren komplett frei erfunden. Aber Sie glauben, diese Geschichte wäre frei erfunden? Jonathan Frakes heißt der, glaube ich, ne? Wie hieß denn nochmal diese Serie damals? Hier, X-Factor. Das Unglaubliche, oder wie das hieß, ne? Nein, der sagte mal, eine ähnliche Geschichte erlebte ein Pärchen in den späten 70ern an der Westküste Kaliforniens. Das war, aber ich bei jeder einzelnen Geschichte, die er hatte, war das immer so. Das ist immer, dass er immer das gesagt hat. Aber okay, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Guckt in die Beschreibung. Und wie gesagt, ergänzt es gerne in den Kommentaren. Ich bin echt gespannt, was da für lustige Geschichten rauskommen. Lasst doch eure Kreativität einfach mal freien Lauf. Oder wenn ihr wirkliche Fakten habt, die über Clash of Clans, dann schreibt sie in die Kommentare. Dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.